Herzlich willkommen im Hause des Herrn. Die Posaunenmusik hat schon den Ton angegeben als Einführung in die Karwoche. Der Altarschmuck verkündigt das Thema dieses Sonntages, Palmsonntag, der Einzug Jesu in Jerusalem. Sie huldigten ihn als einen Sieger, aber waren dann doch enttäuscht, dass er nicht so ein König war, wie sie erwartet hatten. Erst nach der Auferstehung und Himmelfahrt wurde er über alle Könige und Mächte eingesetzt als der König aller Könige. Der Wochenspruch, der uns begleitet, aus Johannes 3, Vers 14, der Menschensohn muss erhöht werden, das ist die Kreuzigung, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Möge unser Herr auch dieses Leben an uns in diesem Gottesdienst uns allen verleihen. Wir beginnen mit dem ersten Lied. Thank you.
Unsere Hilfe ist dir im Namen des Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, Gottesdienst heißt zuerst, Gott dient uns. Er dient uns durch sein Wort und den Zuspruch, sein Wort des Lebens und der Vergebung. Wir antworten und dienen ihm, indem wir uns ansprechen lassen und empfangen. Wir antworten mit unseren Gebeten und Lobgesängen. So lasst uns niederknien und Gott unsere Sünden bekennen, damit wir auch diesen Gottesdienst recht und würdig feiern können. Herr, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. So komme ich in keiner anderen Zuversicht als allein auf dein Wort. Zu deiner grundlosen Barmherzigkeit fliehe ich, suche und bitte um Gnade. Gott, sei mir Sünder gnädig. Amen. So lesen wir in Kolosser 1. Es hat Gott gefallen, dass durch Jesus Christus alles zu versöhnen mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch ihr, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun dadurch versöhnt, dass er seinen irdischen Leib in den Tod gab, um euch heilig und ohne Makel und Tadel vor sein Angesicht zu stellen. Der allmächtige Gott erbarme sich eurer und führe euch zur Vergebung der Sünden zum ewigen Leben. Wahrlich, wer glaubt und getauft ist, der soll selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Gott in der Höhe
Der Herr sei mit euch. Lasset uns beten. Barmherziger, ewiger Gott, du hast deinen Sohn nicht verschont, sondern für ihn für uns alle dahin gegeben, damit er unsere Sünde trage. Gib, dass unser Herz dadurch alle Zeit getröstet werde und in keiner Anfechtung verzage. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. In der Nachfolge Jesu schreibt der Apostel Paulus der Gemeinde zu Philippi, Kapitel 2, Vers 5. So seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus ist der Herr, zu Ehren Gottes des Vaters. Soweit die Lesung. Du aber, o Herr, erbarme dich unser.
Die Evangeliumslesung hören wir im Predigttext. So hören wir zum Thema dieses Sonntages, der Schmerzenmann, die Lesung aus dem Alten Testament, aus Jesaja 50. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lass uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der mir hilft. Wer wird mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Soweit die Lesung. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. So lasst auch uns als die eine heilige allgemeine christliche Kirche unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, wiedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.
Gnade und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus, hochgelobt in Ewigkeit. Das Evangelium und der Predigttext für diesen Sonntag ist geschrieben, Johannesevangelium, Kapitel 12, Abvers 12. Als am nächsten Tage die große Menge, die aufs Kopffest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Wie geschrieben steht beim Prophet Zacharia 9, Vers 9, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Und darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Herr, segne auch an unser Herz dieses Wort. Amen. Am 17. Dezember 2010 in der Hauptstadt von Tunis, hatte die Polizei mehrere illegale Marktstände abgebrochen und die Händler aus der Mittelstadt vertrieben. Einer dieser informellen Gemüsehändler war so verzweifelt, dass er Benzin über sich goss und öffentlich auf der Straße in Brand zündete. Ein sichtbarer Protest gegen die strengen Gesetze, gegen Arbeitslosigkeit, gegen das Regime. Die Menschenmassen antworteten auf breiter Front mit Massendemonstrationen. Tatsächlich kam es, dass der Präsident dann am 14. Januar 2011 in die Flucht getrieben wurde. Es wurde eine Übergangsregierung eingesetzt und neue Wahlen versprochen. Dieses Ereignis weckte die Hoffnung in umliegenden Ländern ebenfalls, ob ein Regimewechsel möglich sei. Und so kam es zu Aufständen in Marokko, Libyen, Algerien, Bahrain, Irak, Jemen, Jordanien, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und Syrien. Weltweit sprach die Presse von dem sogenannten arabischen Frühling. Endlich Demokratie, endlich Erneuerung, endlich Freiheit. Allerdings, ein paar Jahre später, stand man vor den Trümmern mehrerer Bürgerkrieger. Der Krieg in Syrien kann schon fast als ein Weltkrieg beschrieben werden, woran 47 Länder teilnahmen. Von dem arabischen Frühling waren nur Trümmer und Katastrophen die Folgen. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das war die Parole der Menschenmassen, die Jesus zujubelte, als er in Jerusalem einritt. Eine neue Ära wird gefeiert. Freiheit für Israel. Hier ist jemand, der sich mit den Göttern verbündet, der nicht nur die 5000 Menschen gespeist hatte, der Kranke heilte, sondern sogar Verstorbene wieder aus dem Grab hervorrufen kann. Diesen wollen wir als König haben, Hosianna. Das heißt, hilf doch, als Jubelruf, wie es Psalm 118, Vers 25 auch sagt. Dieser kann helfen. Kein Wunder also, dass die jüdische Führungsschicht, die Priester, Sadduzäer, Pharisäer, Schriftgelehrten, äußerst beunruhigt waren. Es gab nämlich ein Übereinkommen zwischen der jüdischen Regierung und der Besatzungsmacht der Römer. Wenn der hohe Priester, sozusagen der Präsident, in Jerusalem war, wenn die jüdische Führer das Volk unter Kontrolle hielten, dann konnten sie weiter ihre eigenen Angelegenheiten selbst hantieren. Dann konnte der Tempeldienst weitergehen und sie könnten auch für sich selbst Steuern erheben. Aber hier entsteht jetzt eine Unruhe und sie haben keine Kontrolle. Was würden die Römer von diesem triumphalen Einzug Jesu nach Jerusalem denken? Das
Volk hatte die Hoffnung auf einen politischen Frühling. Aber die Folgen könnten katastrophal werden, wenn die Römer jetzt mit Waffengewalt eingreifen. Aber erstaunlich, erstaunlich, weit und breit kein Römer zu sehen. Jedenfalls lesen wir nicht von ihnen bei Matthäus, Markus, Lukas oder weder von Johannes. Dieser Jesus war keine politische Bedrohung für Rom. Sogar als das Volk den Jesus als ihren König proklamierten. Pilatus selbst hatte ja später geurteilt, ne, als Jesus als Angeklagter vor ihm stand: Ich finde keine Schuld an. Also muss die Angst der jüdischen Führungsschicht doch wohl einen anderen Grund haben. Den finden wir schnell. Wenn nämlich Jesus als König von Israel gehuldigt wird, dann müssten sie, die jüdische Führungsschicht, den Platz räumen. Dann würden sie nicht mehr von ihrem korrupten Tempelsteuersystem profitieren können. Dann würde ihre heuchlerische Lehre aufgedeckt werden. Dann würde Jesus als ihr Richter auftreten. Dann sind sie weg. Und dieser Grund der Angst lenkt die Aufmerksamkeit auf uns. Stell dir vor, Jesus ist mein König. Ja, dann kann ich ja auch nicht mehr leben, wie ich will. Dann bestimmt ein anderer, wie ich meinen Alltag gestalten soll, für wen ich arbeiten soll, wie ich mein Geld ausgeben soll, nicht wahr? Und dieser König Jesus ist zugleich auch Richter, der nicht nur auf meine Taten schaut, sondern auch meine Gedanken durchforscht und meine Motive beurteilt. Dann wird er jede Sünde aufdecken, die Sünden, die ich kenne und die Sünden, von denen ich nichts bewusst weiß. Alles wird offen und bloßgestellt werden. Und ich spüre sofort eine Unruhe in mir, einen Widerstand. Will ich den Thron meiner Selbstbestimmung wirklich abgeben? Will ich wirklich, dass dieser König sein soll? Und einen halben König gibt es nicht. Es kann nicht sein, dass wir nur einen König haben, der die Speisung der 5000 bewirkt, sodass ich alle Tage gut zu essen habe. Es kann nicht sein, dass man nur einen Jesus hat, der Tote aus dem Grab hervorruft, aber ansonsten in meinem Leben keine Rolle spielt. Sonst kann ich ja selbst bestimmen. Es kann nicht sein, dass ich am Sonntag mit der Abendmahlsliturgie singe: Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Aber am Montag sage ich selbst: Hier gelten andere Gesetze, da hat Jesus nichts verloren. Ich kann am Montag meine eigenen Maßstäbe folgen. Ich kann meine Textpapiere fälschen, ich kann meine Arbeiter ausbeuten oder ich kann meinen Chef verachten. Ich schaue Dinge auf meinem Handy an, die gegen alle 10 Gebote gehen. Ja, warum denn nicht? Ich kann ja machen, was ich will, oder? Ja, aber wenn ich dann doch todkrank werde oder ein Autounfall kommt, dann bin ich ganz erstaunt. Wieso kann ein lieber Gott sowas zulassen? Ich gehe ja sonntags in die Kirche. Wieso haust du mich so mit harten Strafen, Gott? Ich gebe ja ab und zu was in die Kollekte, lieber Gott. Aber da musst du ja auch deinen Teil unseres Abkommens erfüllen. Du bist doch der Wundermann, der aus aller Not helfen kann. Warum tust du es denn nicht, König von Israel? Nein, so einen halben Jesus-König gibt es nicht. Aber so einen wollte das Volk damals haben. So jedenfalls beschreibt uns Johannes es in seinem Evangelium. Die Menschenmassen waren gekommen, weil sie das Wunder gesehen haben. Sensationell! Lazarus, komm heraus aus dem Grab! Und der Tote kam heraus. Ja, einen solchen König wollen wir haben. Seht, wenn ich das erkenne, da werde ich irgendwie doch auch demütig, wie ich doch auch einer von ihnen bin,
von den Pharisäern und einer vom Volk, entweder keinen König oder einen halben König. Seht, darum ist dieses Gotteswort passend als Einleitung in die sogenannte Karwoche, ne, oder die stille Woche. Kar, ne, aus dem Althochdeutschen bedeutet Trauer oder Kummer oder Schmerzempfinden. Ich empfinde Reue und Beschämung über mich selbst. Wenn ich alle Gebote im Kleinkatechismus durchgehe und erkenne im Gebet, Herr, ich sehe, ich habe es nicht zugelassen, dass du mein König bist. Ich bin meine eigenen Wege gegangen. Ich bin schuldig vor dir als mein Richter. Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus einziehst. Erbarme dich meiner. Und ich empfinde Reue und Schmerz darüber, dass es gerade er sein muss, der für mich diesen Weg des Leidens antritt. Er, der wirkliche Friedefürst ist, wie es die Prophezeiung aus Sacharja 9, Vers 9 angekündigt hatte. Damals, als der Prophet dem Volk versprochen hatte, es kommt jemand, der auf einem Esel reiten wird, als ein Zeichen des Friedens, nicht auf einem hohen Ross oder wie wir sagen würden, der mit dem Panzer in die Stadt einrollt, sondern mit einem blumenverzierten Volkswagen Käfer. Aller Welt sollte es sehen. Sein Kommen bedeutet wirklich Frieden für die Welt. Gerade ihn haben sie beschuldigt. Er sei ein Gotteslästerer und Friedensstörer. Er, der unschuldig war. Er, wie Paulus es schreibt, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Ihn hat man die Schuld aufgeladen und kreuzigen lassen. Das tut mir leid. So wie es unsere Passionsgesänge es ausdrücken wollen. Aber auf diesem Weg findet dann aber auch der Wandel statt, dass aus dem Hilferuf, Hosianna, das heißt Herr, hilf, dass daraus ein Freudenruf wird. Hosianna, so huldigt man einen König, der tatsächlich mir das geben kann, was ich brauche. Er ist es, der als Richter mir Recht verschaffen wird. Das Wissen, dass ich als Angeklagter vor Gott stehe, das ist die wahre rechte Angst, die uns beunruhigt. Da hilft nämlich kein Pilatus oder römisches Militär. Da hilft kein hoher Priester und kein Prophet. Da hilft keine Mutter Teresa oder sonstiger heiliger Papst und auch nicht die Mutter Maria selbst, um meine Sündenschuld vor Gott zu beseitigen. Da hilft nur der wahre König und Richter, Jesus Christus. Und der sagt zu dir und mir, gib mir deine Schuld. Ich gehe mit deiner Sünde den Weg zum Kreuz. Ich werde für dich einstehen. Ich werde für dich den Weg der Schmerzen gehen, den Weg ins Gericht, den Weg in den Tod. Und ich werde zur Auferstehung durchdringen. Vertraue mir, ich mache das schon. Und zwar nicht nur für einige Sünden, sondern für alle deine Sünden gehe ich diesen Weg. Ich bin der Herr und dein Gott, dein König für alle Zeiten, für ewig. Und dazu gebe ich dir noch meinen Geist, dass du auch die Kraft für deinen Alltag hast, so zu leben, wie ich es dir schon immer gewünscht habe. In der Freiheit der Kinder Gottes darfst du nun auch mit Freuden singen, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel, dein und mein König. Seht, wer diesen Weg nicht will, der will nicht, was Gott will. Wer nur einen halben oder keinen oder einen anderen König haben will, wird enttäuscht werden. Es wird kein wahrer Frühling bleiben, sondern Tränen und Trümmer, so wie es Israel ja auch im Jahre 70 nach Christus erleben musste, so wie es viele andere immer wieder erleben müssen, die sich ihrer Selbstrechtfertigung rühmen, so wie es viele im letzten Gericht erleben werden, die diesen Christus
nicht als König anerkennen. Weil er, Jesus Christus, diesen Weg des Gehorsams gegangen ist, so schreibt es Paulus später, Philipper 2, Vers 9, wir haben es gelesen. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in diesem Namen Jesus sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus ist der Herr, zu Ehren Gottes des Vaters. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem König. Amen. Lasst uns beten und nachher, wenn wir allgemein Kirchengebet, wenn ich sage, lasst uns zum Herrn rufen, antworten wir mit dem Kyrie Nummer 17 im Gesangbuch. Wir beten. Lass mich diese Leidenszeit fruchtbarlich bedenken, voller Andacht, Reue und Leid mich darüber kränken. Auch dein Leiden tröste mich bei so viel Jammer, bis nach allem Leiden ich geh zur Ruhekammer. So danken wir dir, Herr, für dieses Wort des Lebens.
Es ist für uns geschehen, was da passiert ist auf Golgatha und am Ostern. Wir danken dir, Herr, dass du uns aber auch nicht nur unsere Seele erneuern willst, sondern immer auch wieder unseren Leib ernährst mit gutem Essen, mit Wohnung, mit Schutz vor Kriminalität, vor allem Leiden. Herr, wir wollen dir danken mit unserem Lobpreis, dass wir dich anerkennen als unseren König. Wir wollen dir danken mit unserem Dienst am Nächsten. Mach uns willig, als deine Knechte zu dienen. Wir danken dir mit unserem Loblied. Amen. Wir beten für das Volk Gottes in Jesus Christus, für die eine heilige christliche Kirche, dass wir im Geiste eins sind mit diesem Jesus Christus, dem wir auf seinem Leidensweg folgen nach Jerusalem. Dass auch wir im Leiden standhaft bleiben, lasst uns zum Herrn rufen. Unsere Kirche, die Feldsieser, für unseren Bischof, Synodalausschuss, alle Pastoren, Vorsteher und Amtsträger in jeder Gemeinde, dass sie durch ihren Dienst das Sterben und den Sieg Christi an sich tragen, damit auch das Leben Christi an uns allen aufleuchte. Lasst uns zum Herrn rufen. Unseren Präsidenten Ramaphosa und alle, die regieren, dass sie ihren Dienst in Demut tun und mit dem Wissen, dass ihnen ihre Macht von oben gegeben ist, dass sie verantwortlich auftreten und Recht und Gerechtigkeit geschehen lassen. Lasst uns zum Herrn rufen. Für unsere Polizei, Feuerwehr und Sanitäterdienste, das Militär und die Polizei, im Rechtswesen, die alle, die tätig sind, die zum öffentlichen Wohl arbeiten, dass sie nicht korrupt werden oder das öffentliche Vertrauen missbrauchen, sondern als Mithilfer Gottes dem Wohl aller dienen. Lasst uns zum Herrn rufen. Gutes Wetter und das rechte Maß an Regen und Trockenheit, dass die Erde eine gute Ernte erträgt, dass die Wirtschaft vorangehen kann und alle Menschen ihre Nahrung empfangen. Lasst uns zum Herrn rufen. Für die Glieder dieser Gemeinde, die auch heute nicht hier sind, für unsere Familien, Freunde und Nachbarn, für alle, die wir dir, Gott, empfehlen, dass Gott sie vor allem Schaden an Leib und Seele bewahre.
auch für diejenigen, die den Herrn Jesus Christus nicht als ihren König anerkennen wollen, dass Gott sie nicht aufgeben möge, dass wir auch ihnen ein gutes Zeugnis geben können. Lasst uns zum Herrn rufen. Wir gedenken auch vor Gott derer, die im Glauben schon vorausgegangen sind und verstorben sind. Wir erbitten Gottes Trost für die Trauernden und dass wir alle im Angesicht des Todes auf Jesu Leiden sterben und auf Auferstehen vertrauen. Dazu lasst uns zum Herrn rufen. Für alle, die heute heiliges Abendmahl mitfeiern, dass sie den wahren Leib und das wahre Blut unseres Herrn und Heilendes Jesus Christus zu ihrer Rettung essen und trinken, lasst uns zum Herrn rufen. Lasst uns auch zur Einleitung des heiligen Abendmahls den Psalmvers 51 singen: Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Abwärts die Herzen. Haben wir zu dem Herrn. Danksaget, lasset uns dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig ist es, ist recht und heilsam, dass wir dir immer und überall Dank sagen. O Herr, heiliger, allmächtiger Vater, ewiger Gott, durch Christus unseren Herrn, durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und der Himmelkräfte samt den seligen Seraphim dich in ein heiliger Freude preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen zu dir gelangen, die wir in demütigem Bekenntnis sagen. Oh,
Lasst uns knien und ein andächtiges Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. So komme ich, Herr, an keiner anderen Zuversicht als allein auf dein Wort, das wahr und gewiss ist, und empfange, was du für mich bereithältst. Zusammen mit allen Auserwählten loben und preisen wir dich hier zeitlich und dort ewiglich. Amen. Kommt, denn es ist alles bereit.
Der Herr sei mit euch. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du kamst in deine Stadt zu uns. Du hast uns gespeist mit himmlischer Speise. Herr Jesus Christus, du kommst in deine Stadt, diese Welt. Sie wartet auf dich. Du kommst zu den Verletzten und Verfolgten, zu den Verunrechteten und Notleidenden. Du sendest uns als deine Diener nun in diese Welt, um deinen Frieden zu verkündigen. So lass uns ihnen bringen, was du uns geschenkt hast, um Jesus Christus, unseres Herrn, willen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 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 Es ist der Gemeinde Folgendes bekannt zu geben. Die Gottesdienstzeiten zum Osterwochenende sind wie folgt. Am Gründonnerstag ist ein Gottesdienst mit Abendmahl um 18 Uhr. Karfreitag beginnt der Gottesdienst um 9 Uhr. Ostern beginnt es am Morgen mit einem Blasen 8.40 Uhr. Danach folgt der Gottesdienst. Ostermontag um 8.30 Uhr findet eine Beichte statt. Dann folgt das Blasen und dann der Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls. Soweit die Bekanntmachung. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag.